Come on. Los. Ich nehme auf. Ruf die Schweine und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, hab ich. Tech-Town mit dem Leo. Und was hast du, Leo? Nee, mein Vater ist nur gerade reingekommen. Jo, hab ich. Läuft, Meister. Läuft, Meister. Läuft. Sorry. Nee, ich hab schon Abendbrot gegessen, würde ich nur sagen. Aha, danke für die Info. Ja, das war jetzt eine Info aus Leos Leben. Das, Leos das Leben, das neue Format auf Leos Kanal. Das ist einfach ein Nee, Live Like Leo, Alter. Live das wäre der Live Like Kanal. Leo. Oder, Alter, Alliteration des Todes. die Bushes müssen da weg. Dafür ja, bauen wir ein Gewächshaus. Okay. Aber es wäre cool, wenn wir sie so jetzt mal irgendwo hinstellen. Also was wir hier ja betreiben, ist lässt kurz gesagt Forschung auf mehreren Ebenen. Aber weißt du, nervt brutal. Erzähl mal was Neues, Leo. Geh du mal wie Leo leben. So, das neue Forschungsprogramm auf mehreren Ebenen, weil jetzt wissen, wie das ausgeführt wird. Ja, ich möchte durchaus wissen. Ich müsste es echt mal machen, Live Like Leo, das wäre doch voll geiler Kanal, oder? Allein schon wegen dem Namen. So, also ich hatte vor, dass wir quasi hier unsere primäre Energieversorgung aufstellen. So eine Art Notstromgenerator im Keller. Ich bin eher, ich bin eher der Meinung, Forschung auf mehreren Ebenen ist dadurch definiert, dass man die hässlichen Sachen, so Sachen, die man nicht sehen muss, versteckt hat. Ja, das ist auch versteckt dann. Forschung auf mehreren Ebenen. Eine Vision, ein Mann. Alter, Teufel. Zwei Männer. Das gibt's nicht. Nee, ganz im Ernst, lass doch extra einfach so einen Raum machen. Quasi warum diese scheiß Pumpu soll da nicht einfach in so einem Keller drin stehen? Pumpu, ja, die steht ja auch nicht einfach im Keller drin. Ja, die dicke Pumpe, die soll. Du verstehst es nicht. Es soll ein quasi abgetrennter Maschinenraum sein, könnte man sagen. Ja, das ist doch ein abgetrennter Maschinenraum. Der sieht aber ziemlich open-minded aus. Ja, wenn ich das Ding zuballern. Ich wollte das so cool in die Wand integrieren. Ja, Moment, ist noch ziemlich open-source, muss ich sagen. Also, wir können die Energiezellen dann also so cool. Also, ich hol mir mal noch ein paar mehr Obsidian. Das ist wichtig. Aber das soll doch jetzt. Ich verstehe mal nicht, was soll ich diese scheiß Ecke hier? Wo soll denn jetzt die Treppe sein? Ist das eigentlich behindert? Nee. Tendenziell ja. Ja. Naja, das ist nicht ersichtlich. Natürlich ist das ersichtlich. Eben war da noch eine zwei hohe Kante. Ja, weil auch irgendjemand da rumgepfuscht hat. Fisch am Ball. Ah, was ist das Problem? All along she moves. Kennt ihr das? Ja. Nein. Krieg ich jetzt bitte mal meine Station da wieder? Ich muss arbeiten. Ja. Was? Deine Station? Gerade. Unsere Vision. Wie viele Diamanten habt ihr? Oh, ich hab mehr. Wie viele hast du denn? Weiß ich gerade nicht, aber ich hab mehr. Also jetzt im Moment habe ich nur noch 6. Ja, wir haben auch 6. Oh, ich hatte aber vorhin viel mehr, ich hatte 12. Wir hatten noch viel mehr, wir haben ja schon drei Diamonds Drills. So, dann, hier geht die Treppe runter, ne? Verstehst du? Ja und? Ey, warte, ich finde, wir sollten auf jeden Fall vor allem hinterher dann quasi ein zentrales Energielager haben. Das war da unten hin. Ja, das kommt doch in den extra Raum, das ist doch gerade offen. Ja, dann kommt da unten erstmal das Notstromaggregat hin. Oder wir brauchen jetzt einen Raum, wo das Energieaggregat ist, dann machen wir den hier hin. Könnt ihr jetzt bitte sagen, wo der Raum ist, wo die Öfen hinkommen? Andi, dieser Raum muss unter der Erde sein, das wird ein riesiger Klotz mit diesen Energiespeicherzellen. Hä, und was ist dann oben? Geil. Oben sollte der Hauptarbeitsbereich sein. Ja, eben. Ja, deshalb sage ich, lass uns die Maschinen an sich, also die Pumpen quasi jetzt hier in den Keller tun. Und oben kann man dann die Energie entnehmen. Ja, das heißt eigentlich, würde ich sagen, die Öfen kommen hier in diese Ecke wieder rein. Wo sie eigentlich eben waren. Ja, ist das auch richtig geil aussieht. Ja? So, ja, nee, du hast recht. Ey, nein, der Arbeitsbereich soll hier hin. Nein, ja. Aber das ist doch super eng in diesem Durchgangsraum. Der ist doch nicht eng. Ja, dann machen wir das hier auf. Und Alter, das ist super eng. Das machen wir einfach auf hier. Die ja, so, und dann wird das weg. So ein großer Raum mit einer Treppe nach unten, eigentlich so wie früher. Richtig. Wie in alten Zeiten. Toll, das ist ja voll langweilig, wenn ihr das so macht wie immer. Nein, wird schon anders. Ich find's schon mal scheiße. Also ich find's einfach scheiße. Aus Prinzip scheiße, ja? Leo, du bist scheiße. Genau. Irgendwas ändert sich. Nee, find ich scheiße. Ganz ehrlich, find ich scheiße. Ja, ja. Durchaus. Da muss ich mal ganz ernst sein. Ich find's. Und was ist einfach jetzt hier oben? Da ist noch eine Ebene. Ja, ich mache das eigentlich nur für Swag, weil hier oben so eine Fensterreihe rein soll. Andi, was ist eigentlich euer Stil? Euer Hausstil? Wie soll das aussehen? Man könnte es mit dem cool.
Mit dem letzten vergleichen, so dass ich glaube, nein! Geht eher so in die Bosshaft. Wir kacken. Däum, gib mir unsere Sachen. Nein. Dann gib mir die Öfen, ich stell sie hin und dann darfst du das ankabeln. Aber okay. Du gibst es jetzt her. Okay. Wo ist es? Ey, Kilian, du hast doch Optifine drin. Nein, ich hab's nicht drin. Däum, lass einfach nicht drin, mehr? Was für mich ist. Nein, hab's jetzt rausgeholt. Boah, dann nehm ich halt jetzt den Rest mit. Ich werf's dir hin. Alter, lass, ich will das aufbauen, Mann. Kilian. Kilian. Ja. Nein! Oh, aber wir müssen noch rausfinden, wie wir das mit den Cells am besten machen. Ja, so. Fuck! Also, was ist denn, Leo? Das ist jetzt auch noch alles nicht so klar, was wir bauen hier, ne? Ich hab aus Versehen den Barren gegossen, also ja, ich hab einfach was verschwendet und das ist scheiße. So. Was ist Leo wütend? Leo ja, das wütend! Ist nicht gut. In den Induction Smelter kommen ja hauptsächlich Ores, ne? Nee. Doch. Wie viel? Ich mach mal einfach zwei Abstand zur Wand, oder Dorn? Oder nur ein? Zwei, da muss halt die ganze Kabelkacke hinter sein. So, dann mal jetzt einfach mal. Das kann man ja immer noch umstellen. Vor allem hier wird ja sogar der Strom gespeichert. Nein, das war Bullshit. Oder? Warum machst du es nicht eigentlich näher an die Wand? Ich hab gefragt, zwei Abstand. Ja, ich weiß aber, was ist denn der Sinn davon? Die Kabel dahinter gehen doch einfach hoch, oder? Ja, eigentlich schon. Wobei, wenn wir später noch Pipes. Aber na, das ist. Safety Reasons. Ja, und wir können es immer noch umstellen. Ja, komm. Lass erstmal zwei. So, das machen wir da. So. Würde ich es erstmal machen. Und dann kann man nämlich hier machen: Der Pulverizer gibt automatisch rüber. Wo auch immer das jetzt ist. Doch, das müsste ja noch da sein. Mann! Dass er das automatisch rüber gibt in den Induction. Naja, da muss man ja nur bei Configuration da diesen Output richtig einstellen. Ja. Genau. Auf welche Farbe muss das dann stehen? Keine Ahnung. Oh, also ich finde, das Modpack hat sich irgendwie scheiße gemacht. Ey, ist scheiße. Alles scheiße ist das. Leo ist hier schon wieder nur so am schwer. Flamen. Ja, Mann, das macht mir das... Oh, nein! No, so, dann nein. Schließ doch erstmal an hier den Kram. Ich bin so... Nö. Dafür muss erst muss der Raum unten ausgehoben werden, damit ich das überhaupt erst hinsetzen kann. Ja, ich brauche erstmal Strom, um meinen Drill wieder laden zu können. Dito. Ja, und an dieser Stelle... Siehst du, das ist scheiße. Ich finde den Drill scheiße. Geh kacken. Andi, hilf mir mal bitte. Nein. Ich muss meins nie laden. Ich kann sogar bei mir. Ey, habt ihr irgendwo einen Dungeon gefunden? Nee, noch nicht. Haben wir noch irgendwo Knochenmehl? Ey, warum habt ihr keinen Dungeon gefunden? Seid ihr blöd? Leo, hast du noch Knochenmehl? Ja, ein Knochen und sozusagen drei Knochenmehl. Gibt's ja, auf jeden Fall in den Pulverizer oder Macerator. Ach nee, hast du gar keinen Strom. Ja, ich vergessen, sorry. Ich komme zu euch. Ich bringe aber euch schon das Pulver. Kann man mehr Pulver draus machen, wenn man das in Macerator packt? Wie viel? Mehr. Ey, gab's nicht. Ey, das. Kann man nicht auch so. Das war mal in irgendeinem Modpack so das Problem, dass man aus Knochenmehl wieder Knochen machen konnte. Und wenn man den Macerator benutzt hat, hat man mehr Knochenmehl bekommen und so, wisst ihr? Mhm. So endlos. Versteht ihr? So endlos, ja, Mann. Und dann so unendlich und so. Andi, wo soll ich es hinpacken? In mich. Du guckst in die Luft. Du, die Luft in mich. Du. Ja, ich war gerade im Inventar. Ach ja, übrigens, Starlook hat unsere Dinge jetzt wiedergegeben. Ach ja, genau. Er hat uns vergessen. Nochmal was ist mit den Bones? Hä, ich hab dir Knochenmehl gegeben. Ja, aber so wenig. Ja, das tut mir ja leid. Ich hab dir gesagt, ich hab nur einen Knochen. Den habe ich gleich in Bone-Mehl gemacht. Oh, tut mir leid. Oh, jo, jo. Boah, Alter, dieser Drill, der baut macht immer die ganze Zeit Sachen kaputt. Ich brauche jetzt mal Strom. Nochmal ein Grund, warum der scheiße ist. Ja, ich helfe mit ausheben, dann geht's schneller. Ja! Also mach dir eine Stone Pickaxe. Oh. Ja. Das ist das Wasserding. Alter, ich muss jetzt irgendwo Skelette farmen gehen. Ups, geh mal in Nether. Oh, Alter, jetzt ist es weg. Ja, egal, es wird eh abgebaut. Oh, ich bin. Ja, genau, das könnten wir eigentlich als erstes mal umstellen. Was macht ihr? Wir kümmern uns hier gerade um unseren Strom. Beziehungsweise um den Raum für den Strom. Kümmere ich mich weiter ums Haus erstmal. Ich steige dann wieder hinter. Ich glaube, ich muss schon wieder. Ey, habt ihr Lapis Lazuli übrig? Braucht ihr Lapis Lazuli? Ja, bestimmt irgendwann. Wofür? Ist egal, wir brauchen es bestimmt. Keiner, wofür brauchst du es denn? Na, als Modifier für meinen Tinker's Construct, für meine Werkzeuge, damit die besser werden. Wow. Wie viel brauchst du? Ein bisschen kannst du ja bestimmt nehmen. 450 Stück brauche ich. Kia, wenn es gleich Nacht wird. Schade. Kia, wenn es dann nicht schlafen. What? Warum ich nicht? Ich brauche Bone Meal. Acht. Gehst du dann auf die Pirsch? Mhm.
Die Gamperschen. Ey, habt ihr eigentlich, gibt's eigentlich eine geile Methode, viele Enderperlen zu bekommen? Gibt's nee, ja, haben wir jetzt auch schon gefragt. Bisher sind die Methoden nicht so geil. Aber eine, es gibt eine Pflanze, die Enderperlen trägt. Ja, aber die braucht ungefähr eine Spiel-, also eine Ingame-Woche oder sogar mehr. Ja. Oder ja, es klingt aber irgendwie auch nach Biomes Oplenty. Warte, sie heißt. Ich guck's mal. Biomes Oplenty? Ender Lily Seeds. Ender Lily Seeds, genau. Extra Utilities ist das. Däum, können wir bitte mal jetzt den Strom anmachen? Den werden wir bestimmt nochmal umstellen. Ist der Raum fertig? Welcher unten? Ja. Zumindest so, dass wir ihn anschließen können. Wer geht mit ins Bett? Ich komme mit ins Bett. Bin im Bett. Komm, wir ärgern jetzt Andi. Nein, nicht! Bleib drinne! Nein, was soll das denn? Wakey, wakey, rise and shine! Good morning, everyone! Nicht töten, Andi, ich hab viel Erfahrung. Lass es, Andi, ohne Witz, lass es, Andi, ich hab ziemlich viel Erfahrungslevel. Lass es, Andi, lass es. Ich will nicht sterben. Ich habe viel Erfahrungslevel und du lässt mich jetzt hier in Ruhe. Andi, lass es. Und du lässt mich jetzt hier Andi, wenn in du Ruhe. Mich jetzt, tötest, jetzt reicht es, ja? Dann bezahle ich dir nicht das Spiel. Träum, jetzt mach mir Strom! Ja, Andi jagt. Was kaufst du Andi denn für ein Spiel? Nein, er hat mir ein Spiel geliehen. Nein, er hat mir ein Spiel geliehen. Aha. Andi hofft mich zu jagen, ich will gerne Kians Energieversorgung sicherstellen. Sonst passiert dir nämlich wieder nichts und Andi, außerdem lass, seid ihr unproduktiv. Andi, ja, Andi, hör auf, Andi. Andi, lass es. Wenn du mich tötest, kriegst du keine 35 Euro. Wenn du mich runterschubst, dann sterbe ich, dann kriegst du auch keine 35 Euro. Okay, ich sterbe nicht, aber. Du hast gelogen. Theoretisch. So, jetzt mach mir Strom. Das sehe ich gar nicht ein, Leute. Das haben wir nicht abgemacht. So, ja, könnte ich jetzt theoretisch hier machen. Ne, mach mal die Scheiße hier weg, das stört mich irgendwie noch. Kann ich nicht, mach jetzt Strom. Kriegst eine Iron Pickaxe. Hab ich schon. Ah. Mach Strom, Junge. Ja, das muss direkt da drunter sein. Da habe ich hab. Was muss wo direkt da drunter sein? Ey, habt ihr, braucht ihr irgendwie. Du könntest erstmal einfach hinten die Dinger anschließen, die Kabel, dann geht ein Kabel runter. Ach, das ist Fertilizer. So, schließen wir doch erstmal die Kabel an, Kilian. Du hast eh nichts genug. Ey, wusstet ihr, dass auch Apatit als Fertilizer funktionieren kann? Nein, wir kennen das nicht mal. Das ist Forestry. Kilian, du kannst mal ein paar neue Energy Conduits machen. Bauen die anderen darauf eigentlich auf? Ja, ne? Dann muss man dann noch irgendwas anderes da daneben machen. Das ist eigentlich ähnlich wie bei den Solar Panels und allem. Es gibt sogar eine Lamp of Growth oder Growing oder sowas. Ein Rotlichtding. Die. Nee, ist grün, glaube ich. Aber ja, in dem Sinne, ja, es funktioniert und es lässt Sachen schön. Es ist schon geil. Also es gibt auch Sachen, die funktionieren nicht in diesem Modpack, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Muss ich mal so kritisieren. Muss ja diesen Modpack kritisch hinterfragen. Ja, kritisch. Stets kritisch bleiben, das ist richtig. Haben wir Ferris Metal? Dann könnten wir gleich hier die höhere Stufe machen. Wofür? Für mehr Strom. Die mehr Strom. Damit die mehr Strom transportieren können. Ja, wofür? Weil wir produzieren nur 80 Redstone Flux per Tick. Echt? Okay. Aber wenn wir mehr aus der Box raus transportieren wollen, weil wir die auch irgendwann mal upgraden. Wie stellt ihr überhaupt Energie her? Was ist das für eine Maschine? Das, mein Junge, ist Wissenschaft. Forschung. Auf mehreren Ebenen. Forschung auf mehreren Ebenen. Das klingt fast wieder wie so VW oder Audi-Werbung oder so. Forschung auf mehreren Ebenen. Ja, und dann zeigen wir denen unser schickes Forschungslabor hier. Ja, Mann. Und dann könnt ihr euch bewerben und dann kriegt ihr einen Job bei Audi. Oder bei VW. Pulverized Ferris entsteht, wenn man Iron Dings. Ich weiß, wir haben das Zeug ganz oft schon. Wo haben wir das denn? Ja, in der Kiste, da wo so ein Zeug halt rumliegt. Kian, weißt du. Lass mich ankotzen, ich hab kein Eisen. Ey, habt ihr Eisen übrig? Was ist, Andi? Weißt du, nicht, ich hab meinen Pinsel gefunden. Habt ihr Eisen übrig? Nö. Also. Wollt ihr welches tauschen? Ich hab Eisen gefunden gerade. Sorry. Ich brauche im Prinzip ein Iron Barren. Ah, Lead Ingot haben wir noch. Sehr gut, so. Dann hole ich mir den einfach mal bei. Was brauchst du? Ein Iron Barren. Ja, okay. Ausnahmsweise. Weil ich so ein netter Typ bin. Ach so, das ist ja cool. Ja, ne? Ich finde auch, man könnte einfach mal spielen, ohne sich zu looten und sowas. Man könnte einfach mal lieb spielen. Das wird immer auch was. Looten. Erst looten, dann looten. Ja. Looten und leveln.
Kilian, du wolltest mir Cable machen. Wo habt ihr denn einen Eisenbarren? Jetzt. Nicht für dich. Also Kilian, mein Plan ist jetzt, dass wir hier jetzt quasi diese 5 Cells aufstellen. Dann stell die doch mal auf. Ja, ich überlege gerade, wie ich die anordne. Das war ich leider auch. Wieso habt ihr keine Eisen? Ich dachte, ich darf einen haben. Also ich würde sie vor allem in eine Wand packen. Egal, ich mach's einfach so. Aber mach sie in eine Wand erstmal. Ja, wie in eine Wand? Also nur eine Wand, nicht... Ja, klar. Klar, ich weiß schon, wie du meinst. Ich kenne dich doch. Manu, ihr seid unfair. Wo habt ihr mal Eisen? Eisen ist irgendwo. Ich hab jetzt Eisen. Zack. Achso, ich hab noch Kabel. Komm mal kurz runter, wenn du noch was brauchst. Wo bist du denn unten? Mach doch erstmal so jetzt hier. Komm. So, ja. Ah, stimmt, ihr habt dir so ein komisches Loch gebaut. Das bringt jetzt aber gar nichts, glaube ich, Kieran. Ist egal. Sieht cool aus, meinst du? Und da, da, da! Ich glaube, du musst die Interfaces auch einstellen, ne? Machst du gerade. Ja, mach ich die ganze Zeit. Gut, warte, Dankeschön. Hier hast du jetzt erstmal noch. Kieran, wir brauchen eine weitere Energy Cell, sonst sieht scheiße aus. Ja, das können wir gleich machen. Geht alles. Schlimm, es sieht sonst glaube, scheiße aus, wenn wir eine Energy Cell haben. Begreif's doch. Ist jetzt noch. Ich glaube, sobald ich mein Steve's Card-Ding fertig habe, werde ich aber mit. Wir brauchen noch eine weitere, sonst läuft das hier nicht, Kieran. Jetzt mach an! Leckt das eigentlich bei euch ab und zu mal? Was? Ja, aber damit das alles durchfließt, meine ich. Was? Ja, ist doch egal. Ja, bei mir leckt das am wichtigsten. Ja, also ein bisschen. Mach du die Cell, ich baue das in der Zeit auf. Ich kann die Cell ja, nicht machen genau. Ohne Strom. Boah, hört doch mal auf reinzulabern! Ja, weil er es nicht rafft! Mann! Alarm! Alarm, Alarm! Was ist bei Andi? Doch bei dir. Nein? Natürlich. Nein. Deine behinderte Klingel, ich kenne die doch. Andi, bist du behindert? Das war wenn dann deine behinderte Klingel. Nein, ich hab's über das Headset gehört. Das war bei dir. Redstone, Glowstone, Iron. Mann, das kotzt mich an. Okay, war bei dir. Is God serious? Was? Wer war das? Da war gerade Polizei. Also, was? Die wollten nicht zu mir. Die weiß nicht, die sahen ziemlich angespannt aus. Die wollten nur Tür aufmachen. Aber die Tür war schon auf, also müssen die bei allen geklingelt haben. Wie Tür aufmachen? Alter, was geht keine bei dir Ahnung. An, ey? Ja, Kian wohnt halt in krassesten Ghettos von in Köln. Krassesten. Der wollte gerade sagen, der wohnt im übelsten Block, ey. Ja, ja, weiß, gleich kommen sie bei mir an die Tür. Durchsuchung! Steht aber nur im Streifenwagen. Rauschgift. Oder habt ihr auch Quarz, was ihr nicht mehr braucht? Oder ich hab eine Idee, ich unterstütze euch am Anfang jetzt, damit, wenn alles Quarz, was ich finde, damit ihr euer Lagersystem bauen könnt. Und dann, wenn ihr eine Query habt, bekomme ich ein bisschen Quarz von euch auch für mein Lagersystem. Das klingt nach einem fairen Deal. Finde ich auch, oder? Ich meine, ihr habt dann eh unendlich und ihr braucht es nicht mehr dann. Ich bin halt einfach nur später dran. Deal. Oh, ich habe ja Stromdäumen, wie nett von dir. Ja, nee, das war ein Rest aus der Zelle. Ah, ja. Also nee, wer weiß, vielleicht klopfen die doch gleich. Weil ich so rumgeschrien habe, denken, hier wird wer umgebracht. Stimmt. Hä, du hast überhaupt nichts Schlimmes gesagt. Der hat nichts gesagt, ich bin Zeuge, ja, ja. Wollen sie mitspielen? Also immer wenn jemand gegenüber das Fenster aufmacht, dann blitzt das kurz, wenn die Sonne da reflektiert, denkst ja, du immer... Ja, kenn ich. Iron wollte ich prüfen. Ich bin doch immer gleich fotografiert. Ah, immer dieses Stadtleben, war schlimm, ja, ey. Dann würde ich doch lieber in... Wismar wohnen. Warum? Ey, das ist aber auch eine Stadt. Also kann man sagen. Kann man sagen? Da wo ich wohne, das kann man nicht als Stadt bezeichnen. Wir haben vielleicht so 200... 300 Leute oder so ungefähr, maximal, die hier Hallo sagen, die nicht mal Hallo sagen, sagt ja niemand Hallo hier. Ja, aber im Dorf sagt echt? Jeder Hallo im Moment, Mann. Sagen. Naja, aber wir sind ein böses Dorf, hier sagt keiner Hallo. Ja, gut. Außerdem sind wir immer noch, obwohl wir hier seit 17 Jahren wohnen, immer noch die Neuen. Das ist böse. weil wir im Prinzip im Neubau, im angeblich Neubaugebiet wohnen, das was so angehangen wurde ans Dorf. Und seid die Aussätzigen. Mit neuen Häusern. Genau, und trotzdem sind wir immer noch die Neuen. Selbst nach 17 Jahren. Schon komisch, oder? Wie die Dorfleute manchmal drauf sind, du. Verrücktes Völkchen. Ja, das ist ein ganz, ganz verrücktes Völkchen. Da musst du echt aufpassen, da darfst du nichts falsch sagen. Ich hasse die Dinger. Was, die Dorfleute? Nein, die nicht. Die tun mir ja nichts. Aber die hier tun mir ja was. Ja, okay, das ist scheiße, so, wenn das einfach dran gebappt ist, so oben. Es muss einen totalen Output geben. Was macht ihr eigentlich in euren Semesterferien? Tech-Town aufnehmen. Ach, stimmt, ja. Hm, ergibt Sinn. Ah, ihr seid bei der Gamescom, oder? Klar. Ja, klar. Okay, ich nicht. Ich glaube, Kians Wohnung wurde gerade gestürmt, er macht nichts. Ich hoffe, ihr hört nicht, was von meiner Tür abgeht. Nein, was denn? Nee, was ist da? Gut, ich hatte Angst, dass man den Namen hört.
Sie beten da gerade jemanden, die Tür zu öffnen. Ich echt? War... Direkt vor deiner Tür? Der genau. sich beschwert hat, dass du zu laut bist. Ja, den habe ich nicht öffnen lassen. Nein, Scherz. Nee, der Nachbar, also nicht direkt, sondern gegenüber. Ja gut, sag einfach kurz den Namen von also dem. Also okay. ich... Schon okay. Alter. Nein, aber was haben die so gesagt? Erzähl mal, das ist ja voll heftig. Erzähl mal, das ist voll interessant. Kian, ich brauche ja nicht, dass ich jetzt so laut rede. Kommen Sie zu mir. Kian, wo darf ich denn die Energy Bridge anschließen? Ja, ja, unten an den Zellen, ne? Oder hier direkt. Achso, ja klar, hier geht's auch, klar. Da kann ich die hier hinstellen? Hier? Nein, stell sie unten hin, weil wir brauchen hier oben nicht. Ja doch, da kann ich direkt da vor einfach die Bedbox stellen. Oh, Andi, haben wir nicht gesagt, wir wollen nicht hässlich sein? Andi. No. Ey, Kilian, da kannst du ja wieder einen voll reißerischen Titel machen. Das würde dann so aussehen, so? Ja, erstmal kannst du sie so hinstellen. Erst. Das ist das Problem. Ich find's in Ordnung. Ich find's echt in Ordnung. Oh, voll fit. Okay, ich brauche mehr Stromkabel, sonst läuft das hier nicht. Ich mache die jetzt erstmal hardened. Weil... Hardened was? Postmodus. Ja, die nächste Stufe. Warum connectet sich die Energy Bridge nicht? Weil du brauchst noch zwei andere Seiten, Andi. Du brauchst den RF-Input so. Und den EU-Output oder was auch immer du herstellen willst. Richtig, cool. richtig. Alter, hast du überhaupt nicht aufgepasst bei TechTown? Nein, ich hab's vergessen. Die kann ich einfach so abbauen, das ne? Das gibt's nicht. Ja, kann ich. Ich schlaf jetzt. Ich komm mit. Nein, das nicht. Ist schön, ich schlaf immer mit dir. Warum schlaft ihr? Wirklich, Dorn, du bist doch blöd, du machst doch unser eigenes Projekt kaputt. Eben, das bremst uns doch nur. Ja, aber Leo will schlafen. Ja, bist du behindert? Alter, Leo hat gesagt, dass er schlafen will. Wie wär's, wenn du mal nicht die Aufnahme wieder kaputt machst? Mann. Leo hat angefangen. Sonst solche ewig mit dem scheiß schwarzen Holz nur rumbauen oder was? Braucht langsam auch mal das andere Material. Ach so, okay, gut, dann schlafe ich jetzt nicht mehr, tut mir leid. Aber ich werde immer so angegriffen, das mag ich. Leo, ich bin wichtig. Nein, ich bin Leo, ich denke, ich bin wichtig. Ich bin Kian, ich denke, ich bin hallo, wichtig. Hallo, bei mir ist die Polizei. Ja, genau, du denkst, du wärst wichtig. Ich brauche einen denkst. EULV-Producer für die Energy Bridge, ne? Du brauchst einen Consumer. Und den mache ich dann zum Producer. Nein, du brauchst einen Consumer. Ja. Der RF konsumt und ein Producer für das, was du herstellen willst. Das habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, ich habe nur gesagt. Die Frage ist aber, was willst du für einen? Willst du einen MV oder einen LV oder einen HV? Na gut. So, ich weiß. Wenn du das sagst. Ich kenne jetzt keinen Pardon. Hier, I need more cables. Mach ich doch gerade. Auch Tin. Ich kenne keinen Pardon. Dann fahre ich noch Tin. Däum, weißt du, ob jemand Pardon schreibt? Ja. Wie denn? Stimmt. Dachtest du, ich schreib das so, oder was? Hier, Dorn, hast du erstmal nochmal 12 weitere? Das ist schon jetzt die nächste Stufe, reicht. Ich hab die hinten schon ausgetauscht. Ja, das reicht jetzt. So, Leute, wir beenden diese Folge jetzt. Okay, Leo, okay, wenn du meinst, dann mache ich das. Für dich. Okay. Ganz, ganz kurz für den lieben Kilian noch, hier anschließen, zack, 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 ist an... Und Dorn, ich kann dir dann demnächst auch mal die anderen upgraden. Okay, wir ein Problem. Was denn? Ihr müsst aufhören jetzt. Dement irgendwie vergessen. Irgendwas habe ich gerade hier furchtbar durcheinander gebracht. Okay. Das klären wir in den nächsten Folgen. Ah, nee. Alles Klärchen, Kapitärchen. So. Ne? Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also gerne ein Abo und lasst bleiben. Bis zum nächsten Mal. Peace.